Herzlich willkommen, liebe Gäste, herzlich willkommen, liebe Partner. Ich mache jetzt den Chat auf. Danke für die entsprechende Teilnahme im selbigen. Mach's am Ende wieder auf. Und wir stellen auch sicher, dass Fragen, die vielleicht nicht beantwortet werden können, weil wir heute den ganzen Webinar-Marathon haben, sogar per E-Mail beantwortet werden. Das ist unser Service für Sie, für euch. Ich bleibe jetzt beim Du. Mein Name ist Thomas Schmidt. Stell mich gleich noch mit zwei Sätzen genauer vor. Jetzt geht es erstmal darum zu sagen, herzlich willkommen zu diesem Webinar, wo wir innerhalb eines gesamten Ökosystems, was hochspektakulär ist und in diesen Tagen wirklich sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten aus nah und fern, wir sind global tätig, anziehen, die sich interessieren und die sich platzieren. In diesem Webinar heute geht es schwerpunktmäßig um Ismi. Das ist unser Marktplatz, unser kryptofreundlicher Marktplatz, ein Portal, was sicherlich hochinteressant ist für Familien, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen, die, um es ganz plump zu sagen, nie mehr den vollen Preis bezahlen wollen. Reiso, das ist das Thema heute. Wie kann ich mich neben- oder hauptberuflich beteiligen, die Message weitergeben, dass es so ein Portal gibt, dass er kryptofreundlich ist. Wir werden auch kurz beleuchten unseren Haustoken Quickix und einen unserer Produktpartner, das ist die CN Exchange. Das ist so ein bisschen der Ablauf für den heutigen Tag. Und ich denke, 3 Achtel Minuten wird dieses Webinar ungefähr dauern. Ich bin Thomas Schmitz, oben links zu sehen, neben meinen bezaubernden Kolleginnen und Kollegen, Dodi Löw aus der Schweiz, eine bekannte Trainerin und Gründungsmitglied von Reise, und unten mein lieber Freund und Partner Carsten Gotovi, ein echter Krypto-Experte, Top-Führungskraft im Hause Reise. Auch den kann man heute noch hören, denn wir haben auch täglich Live-Webinare zum Thema unseres Flaggschiff-Produktes Minting-Verträge, das wir heute nur ganz kurz anreißen. Ich bin 50 Jahre jung, verheiratet, 3 Kinder, 3 Haustiere, lebe in Dubai seit 10 Jahren, inzwischen komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet und mache seit fast 32 Jahren Vertrieb. Das ist das, was ich kann. Wahrscheinlich kann ich auch nichts anderes und bin heute als Mitglied des Advisory Boards, also des Beraterstabs im Hause Quickix hier tätig. Also nicht im Vertrieb, sondern als Bindeglied, wenn man so will. Das Ganze, was wir uns heute anschauen, was sehr komplex ist, ist gegründet worden von 2 jungen und sehr spannenden Unternehmern, Dr. Vepaf Adlakha, Dr. Kshitij Adlakha, ihres Zeichens Indoor von Beruf, mit einer Historie, die sich wirklich gewaschen hat. Wir haben Niederlassungen, natürlich der Hauptsitz ist in Indien, in Neu-Delhi, im eigenen großen Gebäude, knapp 100 Angestellte inzwischen, aber auch Malta und hier Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und was die beiden bewegt haben, ist wirklich grandios. Ich fange mal an mit der Expertise Nummer 1. 10, fast 11 Jahre inzwischen ist es her, als Dr. Kshitij Adlakha ein Unternehmen gegründet hat mit Namen Psychogenius. Tut heute nicht ganz so viel zur Sache, soll aber ein bisschen darstellen, dass die so ein bisschen wissen, was sie tun. Damals war das noch kaum ein Thema, Cybersicherheit, Cyberkriminalität, sich hier zu platzieren. Das ist denen relativ gut gelungen, denn heute gehören sie nicht nur zu den schnellst wachsenden Unternehmen dieses Planeten, sondern auch als eines der Top 5 Cybersicherheitsunternehmen. Wir sehen rechts so ein paar der Referenzen. Das sind Fortune 500 Firmen, das sind Banken, Versicherungen, Mobilfunkanbieter, Fluggesellschaften, aber auch Staaten, die sich der Expertise der beiden Jungs bedienen. Und dann 2017 mit dieser Expertise im Hintergrund und dem Wissen, dass alles in Richtung Krypto- und Blockchain-Technologie geht, haben sie mit ihrem Team das Projekt Quickix und das Quickix-Protokoll der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt. Es erfolgte dann in 2017, meines Wissens, ich bin da ganz vorsichtig, der einzige, mit Sicherheit aber der schnellste ICO, was den Abverkauf des Tokens mit dem Ticker-Kürzel QCX angeht. Das ging relativ schnell. Heute sind wir auf 4 großen Börsen gelistet. Es laufen die Gespräche mit den 3 Top-Börsen, die ebenfalls, so gehe ich davon aus, im neuen Jahr den Quickix-Token listen werden. Einhergehend damit ein paar Produkte, sowohl Hardware als auch Software, das sehen wir hier gelistet, ist heute nicht ganz so unser Thema. Hier verweise ich sehr gerne auf meinen lieben Kollegen Carsten Gotovi, der hier einen Schwerpunkt samt der Möglichkeit, mit diesem Token sehr, sehr viel passives Einkommen zu erzielen, präsentieren wird. Heute geht es um dieses Ökosystem und hier sehen wir die 3 Hauptbausteine. Noch einmal das E vom Ökosystem, das finden wir wieder im Logo von Ismi. Das steht
für die Einfachheit des Einkaufens, für das Relaxed-Sein. Das E ist so ein bisschen gelehnt, ein bisschen relaxed am M angelehnt. Und der Punkt heißt im Endeffekt Full Stop. Das ist dein letztes Portal, was du brauchst, lieber Kunde, weil du hier von A wie Amazon bis Z wie Zalando, von Lebensmitteln bis hin zum Automobil tatsächlich alles kaufen können wirst. Um das bekannt zu machen, gibt es eine Firma Reise. Um die geht es heute. Hier kannst du dich platzieren. Hier kannst du das Gleiche tun, was dein Gastgeber heute mit dir getan hat, nämlich Menschen zu informieren. Schau dir das mal an. Vielleicht ist das Produkt für dich interessant. Vielleicht Teile des Produktes. Hier spreche ich noch einmal die Minting-Verträge an. Vielleicht aber auch die Geschäftsidee als solches. Und dir steht ein weltweiter Wirkungskreis offen. Und Quickix ist unser Haustoken, denn wir sind kryptofreundlich. Das bedeutet nicht, dass wir das nächste Krypto-Unternehmen sind, von denen es viele schwarze Schafe auf diesem Markt gibt. Nein, aber wir wissen, das ist die Zukunft. Wir haben unseren eigenen Token, nutzen aber auch andere bekannte Krypto, und jeder Kunde und jeder Geschäftspartner kann sich entscheiden, möchte er seine Renditen, seine Auszahlungen, seine Provisionen, seine Cashbacks in Kryptowährung oder in Fiat, sprich Euro, Dollar, Schweizer Franken und Ähnliches überwiesen bekommen. Alles befruchtet sich so miteinander. Und wie gesagt, wir legen heute den Schwerpunkt auf EaseMe und auf die Geschäftsgelegenheit. Aber über eine Geschäftsgelegenheit zu sprechen, wenn ich für mich gar nicht entschieden habe, ja, hier ist ein Markt für das Produkt, in unserem Fall eine Service-Dienstleistung, macht wenig Sinn. Deshalb starte ich hiermit. Hier geht es tatsächlich um Lifestyle, nicht nur Lifestyle in Sachen Luxus, sondern Lifestyle, weil es um das Leben geht, wie schon gesagt, von den Grundnahrungsmitteln, die ich heute online bestelle, gerade in der aktuellen Zeit, Stichwort Lockdown und ähnliche verrückte Ideen, die unsere Vorderen gerne mal so entscheiden. Es geht um weltbekannte Marken, es geht nicht darum, irgendetwas neu zu platzieren. Schaut, ich bin seit 32 Jahren im Network Marketing und fast immer ging es darum, irgendein No-Name-Produkt zu vermarkten, oftmals in sehr guter Qualität, aber nichtsdestotrotz No-Name. Das ist hier nicht das Thema. Ich muss hier keinen missionieren, dass er ein Apple-Fan wird, wie ich es bin. Wenn er lieber Samsung mag, dann findet er das bei uns. Oder der Nike-Fan, den muss ich nicht zum Adidas Turnschuhträger machen. Oder. Und wer lieber mit Lufthansa fliegt als mit Emirates Airlines, auch das ist hier völlig egal. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, tatsächlich der erste vollkommen global agierende Marktplatz zu sein, wo es nahezu alles geben wird, was man online in Anspruch nehmen kann. Stichwort E-Commerce, Stichwort M-Commerce. Und alles das, was Ihr Kunde, euer Kunde in Zukunft über euer personalisiertes Portal einkauft, bedeutet für den Kunden, er bekommt Geld zurück, 5%, 10%, teilweise viel, viel mehr. Und ihr bekommt auf jede dieser Transaktionen eine Provision bezahlt. Und so haben wir irgendwann das Aldi-Modell, wo wir Hunderttausende von Transaktionen haben, an denen ihr überall einen kleinen Bruchteil mitbekommt. Ein echtes Win-Win-Win-System. Der Kunde spart, ihr habt Spaß dran und der jeweilige Produktpartner hat mehr Umsatz. Und wie schon eingangs gesagt, diese Rewards, diese Cashbacks, diese Loyalties kann der Kunde entscheiden, in Fiat, in Euro zu bekommen oder halt in Kryptowährung. Und das Ganze ist vollkommen kostenlos. Der schlaue Kunde entscheidet sich allerdings für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, schlichtweg, weil er mehr zurückbekommt. Und die fünf großen Merkmale dieses EaseMe-Portals Stand heute, denn das ganze Projekt befindet sich in einer permanenten Evolution. Das heißt, es kommen immer andere Dinge hinzu. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit und wir wollen uns hier auch nicht beschränken, sondern tatsächlich offen sein für alles das, was es gibt. Auf der einen Seite ganz einfach, wir haben die Rahmenverträge mit über 100.000 Shops, Marken, von denen jetzt die ersten, keine Ahnung, knapp 1.000 live sind und im Endeffekt jede Woche weitere hinzukommen, eingepflegt werden mit entsprechenden Rahmenverträgen. Das Ganze nochmal unterteilt in den Sektor Reisen. Und hier ist es auch egal, ob wir über Geschäftsreisen sprechen oder die Urlaubsreise für die Familie. In Kürze kommt die EaseMe-Karte hinzu, die dann auch mich belohnt, wenn ich mit dieser Karte offline einkaufe. Sprich, ich gehe tanken, ich gehe in die Stadt, wenn ich es dann wieder darf. Oder Ähnliches mehr natürlich auch, wenn ich mit der Karte online bezahle. Dann kann ich quasi das Ganze noch multiplizieren. Ich kann in unserem Portal einkaufen, bekomme das klassische Cashback, zahle mit meiner Karte und kriege nochmal Cashback obendrauf. Das ist schon sehr, sehr sexy. Die EaseMe Mall ermöglicht uns dann tatsächlich aber auch patentierte und einzigartige exklusive Produkte, Produktlinien direkt anzubieten, auf die wir Zugriff haben. Das geht los im ersten Quartal 2021. Und wie gesagt, das absolute Flaggschiff-Produkt
und nur noch gut ein Jahr zur Verfügung, ist dieser Minting-Vertrag, Stichwort Vermögensaufbau, und hier verweise ich auf meinen lieben Kollegen oder auch die Kolleginnen, die auch das präsentieren. Hier sehen wir mal ein bisschen, über was wir reden. Wie eingangs schon gesagt, ich muss keinem Otto erklären oder Puma oder Crocs oder Nivea, um jetzt mal ein paar deutsche Partner zu nehmen, sondern hier geht es darum, hey, mach doch das, lieber Kunde, was du eh schon tust, aktuell wahrscheinlich mehr als jemals zuvor, aber lass dich doch dafür bezahlen, fürs Verurlauben, fürs Einkaufen, das ist die Idee. Und das nochmal unterteilt auch in Reisen. Hier kommen sukzessive alle Fluggesellschaften hinzu, alle Preisvergleichsseiten, wie wir sie hier sehen. Es ist sogar ein eigenes Reiseportal hier in Vorbereitung. Hier spricht man so von in der Spitze 10% an Cashback, was nicht so richtig verkehrt ist. Und wie schon gesagt, die Mitgliedschaft ist völlig kostenlos. Stellt euch einfach vor, ihr bekommt einen personalisierten Link zu eurem Portal und jeder eurer Freunde, Bekannte, Social-Media-Kontakte, die diesen Link nutzen, sich registrieren, sind ein Leben lang euer Kunde. Und wann immer der Kunde irgendwas auf dem Portal tut, bekommt er Cashback und ihr eine Provision. Der schlaue Kunde, der macht einen sogenannten Saver für $49 pro Jahr oder einen Super Saver, das ist eine Mitgliedschaft, $99 pro Jahr, und ihr seht es hier, 25% extra Cashback bei Hotels, 15% extra bei Flügen, 10% extra und so weiter und so fort. So sieht dieses Portal aus. Einfach gleich den Gastgeber mal ansprechen. Vielleicht habt ihr auch schon den Link zum selbigen bekommen. Hier habe ich dann unterteilt die einzelnen Produktpartner. Ich möchte ganz kurz den bisschen einen Blick in die Zukunft geben. Das sind jetzt für den deutschsprachigen Markt, was ja in dieser Präsentation, die wir mehrsprachig übrigens anbieten, was ganz interessant ist, auch für die eigene Duplikation, um weltweit Teams aufzubauen. Hier sehen wir jetzt mal für den deutschen Markt, was unter Vertrag ist und was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten live geht. Ich glaube, das muss nicht lange und breit erklärt werden. Kennt jeder, will jeder, und so geht es wöchentlich weiter. Ein Produktpartner ist CN Exchange. Das ist auch ein Unternehmen der beiden Inder, der beiden Gründer, nämlich eine ganz besondere Krypto-Börse, eine dezentralisierte Börse. DEX nennt sich das Ganze. Mag ich auch ganz kurz anreißen, weil es mit irgendwo ins Ökosystem gehört, parallel als Information nicht schaden kann, denn auch hier verdienen Menschen jedes Quartal viel Geld, weil sie dieses Projekt mit unterstützen. Was ihr auch noch tun könnt, die Besonderheit dieser Börse ist, für die User da zu sein, 50% der Einnahmen zurückzugeben an die User, an die Leute, die diesen Token halten, der heißt CNEX. Kann man natürlich hierüber auch kaufen. Wir haben Kooperationen mit CoinFox und somit mit Binance, was nicht verkehrt ist. Wir haben die Möglichkeit, mit Kreditkarte Kryptowährung zu kaufen. Und dieser Produktpartner ist verantwortlich für dieses Flaggschiff-Produkt, für diese Minting-Verträge, die mir bis zu 25% pro Jahr auszahlen, bei voller Liquidität. Und das ist schon sehr, sehr sexy, aber hier, wie gesagt, der Hinweis, dass das separat präsentiert wird. Übrigens, das ist gerade das zweite Quartal, in dem wir uns befinden, und im selbigen hatten wir schon in Monat 2 über 300% Profit, Umsatzsteigerung. Das heißt, auch hier jeder, der hieran beteiligt ist, erfreut sich wie an einer Art Dividende jedes Quartal. Hochspektakulär, aber auch hier viele Details über den Gastgeber oder in der Präsentation zu diesem Thema. Ich will das Produkt nichtsdestotrotz zumindest kurz vorstellen. Man kann sich an Minting beteiligen. Das Ganze wird gepoolt, sodass ich schon ab $500 teilnehmen kann. Ich habe mal hier mit den Pfeilen das $5,000 Paket hervorgehoben. Da sieht man, wie viel unserer Token man bekommt, wie viel Prozent man bekommt, bis zu welchem Anzahl an Token ich das Ganze in Anspruch nehmen kann. Und das Ganze funktioniert nur noch bis Ende nächsten Jahres. Also hier ist wirklich der Zeitpunkt hochinteressant, warum das nur noch bis dann funktioniert und was hier spezifisch passiert, nämlich beide Projekte, QuickX und die CN Exchange, zu einem zu machen, und warum Analysten davon ausgehen, dass das einer der nächsten Top-Token dieses Planeten ist. Wir sind 3 Jahre auf dem Markt. Ich gebe euch gleich mal eine kurze Idee, was hier schon passiert ist. All das bitte den lieben Carsten ansprechen. Hier sieht man so ein Backoffice. Hier bekommt man jeden Tag die Auszahlung, kann das jede Woche rausholen, kann es monetarisieren, was natürlich gerade jetzt hier vor Weihnachten einige auch gemacht haben. Ich will das aber jetzt hier kurz halten. Das ist nicht unser Thema heute. Aber diese Information gerne noch
Wir sind jetzt seit grob Anfang des Jahres unterwegs und seit dem 22. Januar bis Stand heute sind es knapp 500%. Das ist nicht so richtig verkehrt. Wir sind hier bei roundabout 2 Cent mit unserem Token angelangt. Das ist aber sicherlich nicht das Ziel, was wir verfolgen. Aber alleine diese 25% Beteiligung pro Jahr mal im Hinterkopf zu haben, ich glaube, damit schlage ich jedes Bankprodukt und habe die Option, dass der Token noch darüber hinaus steigern wird. Das Ganze auch täglich in mehreren Sprachen. CN Exchange Minting-Vertrag, unbedingt den Gastgeber ansprechen. Wie gesagt, eines der Flaggschiff-Produkte und natürlich auch voll verprovisioniert im Raiso-Karriereplan. QuickX ist unser Haustoken. Das heißt, wir wollen wirklich dem Menschen den Weg in unsere in die Kryptowelt, in die Blockchain-Welt bringen. Wir hören so Dinge wie PayPal wird Bitcoin-freundlich, die Automaten werden aktuell aufgestellt überall in Europa. Was unser Token darüber hinaus noch an Usability, also an Nutzbarkeit anbietet, ist, verschiedene Gebühren in der Blockchain damit bezahlbar zu machen, sich beteiligen zu können an verschiedenen neuen Projekten, selbst physische Produkte mit 100% unseres Token bezahlen zu können. Hier starten wir im ersten Quartal bereits in Indien mit einer kompletten Produktlinie, kann komplett mit QuickX bezahlt werden, Einkäufe in der Mall. Im nächsten Jahr gehen wir das Thema Offline-Stores an. Selbst die Mitgliedschaften, die wir eben gesehen haben, die kann ich sogar mit Vorteilspreis in QuickX bezahlen und in manchen Ländern gehen sogar schon Teile der Haushaltsrechnung. Und noch ein Blick in die nähere Zukunft. Ich denke, realistisch zu sagen, erstes Quartal, vielleicht sogar viel schneller, kommt unsere QuickX Geschenkkarte. Die sieht nicht so aus, die sieht viel toller aus. Das ist neueste Technologie, funktioniert mit Apple, funktioniert mit Android. Und das ist quasi wie eine Art QuickX Wallet, wenn man so will, was voraufgeladen ist, aber auch permanent wieder aufgeladen werden kann und somit eine wunderbare Möglichkeit darstellt, eurem ESMI-Kunden zu sagen, hey, ich habe dir hier mal ein paar QuickX-Token drauf gemacht, nutzt die mal, kauft dir damit vielleicht die Mitgliedschaft, Kaufprodukte in unserem Marktplatz und ich kann tatsächlich in meiner Region diesen Token, diese Vision bekannt machen, wie es Presse, Funk und Fernsehen permanent tun. Wir haben gestern hatte ich Gespräche wieder mit den Chefjournalisten, wie sagt man, Chefredakteuren von großen Gazetten und es geht im Januar direkt weiter mit großen Verlautbarungen zu ESMI. RTL ist hier im Gespräch, ich kann das heute schon ganz offen sagen, aber auch Forbes und Washington Post, alle bereiten mehreres vor, um dieses Projekt der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Da darf man sich, glaube ich, drauf freuen. Und last not least, bevor ich zum Businessmodell kurz komme, wer sich seit 3 Jahren hinter dieses Projekt stellt, das ist schon richtig spannend. Angefangen mit John Dalli, ehemaliger Finanzminister aus Malta, auch EU-Kommissar. Oder nehmen wir in der Mitte, George Sebastian war bis vor kurzem CTO, das ist nicht mehr aktuell bei Huawei, ist jetzt selbstständig auch in der Blockchain-Technologie. Oz Sultan aus Homeland Security, Vereinigte Staaten. Oder, wir sehen hier CEOs von Fortune 500 Companies, die sich für dieses Projekt stark machen und es auch dann und wann immer unterstützen mit der jeweiligen Expertise. Jetzt geht es aber darum, viel Information außer Frage, aber was kann ich hier tun? Wie kann ich tatsächlich hier richtig gut Geld verdienen, neben- oder hauptberuflich, komplett von zu Hause aus, unter der Nutzung solcher Live-Webinare und nach Corinna natürlich auch verschiedenen Roadshows, die wir bereits auch absolviert hatten im vergangenen Jahr. Es ist wirklich ein Affiliate-Geschäftsmodell, New Age, der besonderen Art. Es geht darum, sich zu platzieren wie eine Art Volksfranchise. Und jetzt kann ich auf der einen Seite den Marktplatz ESMI bewerben. Ich kann ganz spezifisch diese Minting-Verträge promoten und empfehlen. Und ich kann mein Team weltweit aufbauen. Darum geht es jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Wir sind ganz am Anfang mit sehr, sehr großen Zielen und sehr attraktivem Zulauf an sehr bekannten Persönlichkeiten aus der Vertriebswelt. Man kriegt alles, was man braucht, die personalisierten Seiten. Es wird in Kürze ein komplettes Sales-Funnel-System geben. Und auch hier wiederum möchte ich für meinen Job bezahlt werden, kann ich das in echtem Geld tun, in Anführungsstrichen Fiat oder in Kryptowährung. Der Vertriebsplan ist hochinteressant, ich zeige ihn gleich. Alleine für die Minting-Verträge kann man bis zu $1,000 verdienen, das ist schon nicht so richtig verkehrt. Allein damit machen unsere Partner solide 5-stellige Einkommen pro Woche.
Aber wir sehen auch, Nebenberufler können hier sehr, sehr schnell ein paar hundert Euro pro Woche verdienen. Noch einmal, wir sind ganz am Anfang. Ich würde es noch nicht einmal Pre-Launch nennen. Das Schöne ist, dass schon vieles da ist, schon vieles funktioniert. Und der Zeitpunkt ist immer das A und O, wenn ich eine solche Entscheidung treffe, zumindest aus meiner bescheidenen Erfahrung. Es gibt drei Möglichkeiten, sich zu platzieren. Die erste Information ist, sich zu registrieren über euren Gastgeber, den ihr bitte am Anschluss an dieses Webinar kontaktiert. Dann kriegt ihr einen Registrierungslink, um sicherzustellen, in diesem Team zu diesem Zeitpunkt dabei zu sein. Denn wir reden hier auch von sogenanntem Spillover, von der Möglichkeit der Aktivität oder von der Aktivität der Upline zu partizipieren. Die Registration ist kostenlos, die Platzierung ist dann erfolgt. Das solltet ihr in jedem Fall tun, denn ja, es gibt ja keine Zufälle, dass wir uns genau jetzt heute hier treffen. Und wenn ich dann das Ganze tatsächlich angehen möchte und auch Geld verdienen möchte, dann muss ich das dokumentieren mit einem dieser Lizenzpakete, Starter, Professional oder Premium. Die Preise seht ihr hier eingeblendet. Einmalig hinzukommen $29,99 bei den ersten beiden Paketen. Beim Premium-Paket kriege ich das geschenkt. Weitere Möglichkeiten, und hier geht es dann um B2B, hier geht es um Co-Branding, ich will das jetzt gar nicht zu groß breittreten, das wird im zweiten Quartal 2021 starten, wo ihr Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, jegliche Third Party quasi mit ihrem Label unser EASME-Portal zur Verfügung stellen kann, die halt oftmals mit hunderten Tausenden oder auch hunderttausenden Kunden über Nacht hinzukommen. Und was ist enthalten? Auch das ist vollkommen neu. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, egal welches Starterpaket ich wähle, den Betrag, den ich bezahle, den bekomme ich 1:1 in Form von Pearls zur Verfügung gestellt. Und wir sehen oben links, eine Perle entspricht einem Dollar. Ein Jahr kann ich die benutzen und das Ganze entweder im Reiso-Portal oder im EASME-Portal. Also wenn wir von einem risikofreien Geschäft sprechen, dann ist es, glaube ich, genau dieses. Und natürlich, das Premium-Paket hat die meisten Vorteile. Hier gibt es sogar schon die $99 Mitgliedschaft kostenfrei dabei. Es gibt diesen Sales-Funnel dabei. Es gibt noch einen $200 Gutschein, wenn ich upgraden möchte später auf dieses Co-Branding-Modell, das ich kurz angerissen habe. Diesen Gutschein gibt es übrigens noch bis zum 15. Januar nächsten Jahres. Ja, und heute möchte ich es ganz bewusst mit den Überschriften belassen. Denn so ein Karriereplan, und das habe ich in 32 Jahren gelernt, ich habe mehr als 600.000 Menschen weltweit aufgebaut, ich weiß so ein bisschen, wie es funktioniert. Im Endeffekt zahlen die alle ziemlich gleich aus. Man muss immer nur schauen, wo wird der Schwerpunkt hingelegt. Soll für eine breite Masse eine Art Grundeinkommen möglich sein von ein paar hundert Dollar oder will ich nur diese 0,5% Top-Führungskräfte noch reicher machen, als sie eh schon sind? Am Ende des Tages werden die Karrierepläne alle gleich aussehen. Sie zahlen zwischen 50% und 70% aus. Was wir getan haben in diesem Hybridmodell, ist einen Schwerpunkt zu legen auf die direkte Empfehlung. Hier kann ich schon bis zu 25% auf meinen Kunden bekommen. Das kann ich dann nochmal im Folgemonat um bis zu 10% erhöhen. Das ist eine sehr pfiffige Strategie und wird euch zeigen, dass das Momentum bei uns länger anhält, weil euer Partner, der vielleicht in seinem Startmonat sehr aktiv ist und vielleicht 2.000, 3.000, 5.000 Dollar verdient, kann dieses Geld im nächsten Monat noch einmal erhöhen durch eine entsprechende Aktivität. Dann haben wir einen binären Plan. Da werden sogenannte Cycle-Boni bezahlt. Ihr habt eine linke und eine rechte Seite und jeder startet mit 10%. Umsatz links, Umsatz rechts, ihr bekommt 10% auf die schwächere Seite. Das Ganze wird wöchentlich ausgezahlt, geht hoch bis zu 16%. Und für die Ausbildung, ich mag es bewusst so sagen, für den Support, für die Hilfe der Partner und Partnerinnen in eurem Team, gibt es sogenannte Matching-Boni. Das bedeutet, analog zu dem, was eure Partner in den ersten 10 Ebenen, in den ersten 10 Levels verdienen, bekommt ihr nochmal 5% mit. Und somit haben wir tatsächlich ein Teamwork hier geschaffen. Durch den Cycle-Bonus gibt es keine echte Sideline oder Crossline mehr, weil irgendwo jeder mit jedem verbunden ist, nicht zuletzt durch den weltweiten Bonuspool oder durch den klaren Plan auch an die Nasdaq zu gehen, sondern hier habe ich auch ganz linear eine Beteiligung an meinem Team und somit hohe Motivation, meinem Team zu helfen.
In der Izmi Mall kommt hinzu noch eine Handelsspanne, Differenz, Einkaufspreis, Verkaufspreis auf die Produkte, die dort angeboten werden. Das Haupteinkommen langfristig ist sicherlich das Cashback, die Möglichkeit zu wissen, ich habe irgendwann mal Hunderttausende von Kunden in meinem Team, die hier vielleicht nur einen Strauß Blumen bestellen und da den Urlaub machen und für Weihnachten oder Ähnliches einkaufen und überall bin ich beteiligt und das Ganze tatsächlich unendlich tief, weil wir einen Teil dieser Provision in diesen binären Plan geben. Das hat noch keiner gewagt und es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir damit ins Schwarze getroffen haben. Für die höheren Ränge, für die einzelnen Positionen, für die ich mich qualifizieren kann, und das passiert hier jeden Tag, gibt es sogar Willkommensboni. Das wird bis zu $100,000 in der Spitze sein. Und wenn ich die Karriereleiter durch bin, habe ich allein an diesem Willkommensbonus oder Rangbonus knapp $270,000 bekommen. Reisen, Autoprogramm, all die Dinge, die man kennt, alles ist enthalten. Und ich will hier nur mal drei der Produkte, die jetzt in dieser Phase vor dem Start am meisten laufen, mit Zahlen versehen. Habe ich Kunden, die sagen, ja, ich verreise, ja, ich lebe, ja, ich bestelle online, das Ganze weltweit, ich will es nochmal sagen, beispielsweise in Indien, da kommen die Gründer her, sind die 25 Top-Unternehmen von Amazon, Flipkart, Paytm, Mintra, alle wie sie heißen, die den größten Umsatz machen, sind alle schon unter Vertrag. Und das Gleiche werden wir in Deutschland, Österreich, Schweiz und im Rest der Welt auch haben. Für jede Mitgliedschaft eines Kunden verdienst du in der Spitze $27,75 und das Ganze jedes Jahr. Und auch für die Generationen, die kommen. Das ist schon nicht schlecht. Spannend ist immer die zweite Zeile. Denn ein binärer Plan zahlt unendlich tief. Das bedeutet, baust du dein Team auf, wirst du an jedem Kunden, den du gar nicht mehr kennst, von dessen, der durch einen Partner oder eine Partnerin hinzugekommen ist, die du auch nicht kennst, in der Spitze knapp $5 verdienen. Das macht richtig was aus. Und auch das jedes Jahr, immer, immer wieder. Machst du das Gleiche, was dein Gastgeber heute mit dir gemacht hat und erklärst Leuten auch, Mensch, platzier dich hier. Das kostet ein paar Mark 50, das ist wie ein Volksfranchising und du bist wirklich mal zum perfekten Zeitpunkt dabei. Dann kriegst du, wenn der neue Partner ein Premium-Paket wählt, in der Spitze $114. Und jetzt wieder die zweite Zeile, die spannende. Durch dieses Bonusvolumen, durch diesen Binärplan hast du unendlich tief die Möglichkeit, an jedem neuen Premium-Paket $70.40 zu verdienen. Und ich mag kurz die Minting-Verträge ansprechen, weil Carsten in seiner Präsentation nicht auf die Vergütungsmodelle angeht, sondern hier sich spezialisiert auf das passive Einkommen für den Kunden. Hier kann ich in der Spitze $500 und mehr sogar verdienen für eine Weiterempfehlung. Und auch hier wieder die zweite Zeile ist die spannende. In der Tiefe, unendlich tief, in der Spitze über 400, über $450 für Minting-Verträge. Beispiel ist hier der $5,000 Minting-Vertrag, der uns die 25% Belohnung pro Jahr ermöglicht. Alle anderen Einkommensarten, die wir eben angerissen haben, kommen obendrauf. Noch einmal, es geht jetzt nicht darum, das im Detail zu wissen. Ihr könnt über euren Gastgeber auf der Reiso-Webseite die kompletten Karriereplan im Detail euch anschauen. Wichtig ist zu verstehen, macht das Sinn? Ist das Thema Online-Einkaufen unter Umständen gerade mal vom Zeitpunkt nicht besser gewählt? Kann es sein, dass das Thema hier Kryptofreundlichkeit legal langfristig anzubieten, nicht als Hauruck-Modell, hier Trading-Gewinne XYZ und nach einem Jahr nach mir die Sinnflut, sondern tatsächlich souverän, seriös, in der absoluten Stunde Null dabei zu sein, dann herzlich willkommen. Der Karriereplan zahlt aus, er zahlt viel aus und er macht es pünktlich, nämlich jede Woche. Ihr bekommt ein komplettes Backoffice. Das habt ihr schon, wenn ihr euch gleich registriert und selbst noch nichts bezahlt habt, zur Verfügung. Könnt mal reinschnuppern, habt die Tools, habt die Übersicht, seht, was passiert, seht möglicherweise schon die Aktivität eurer Ableihen, was euch dann gegebenenfalls inspiriert zu sagen, ich sollte jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Ganz wichtig, zwei personalisierte Links stehen zur Verfügung. Einmal, um das Reisegeschäft voranzutreiben, da habt ihr euren persönlichen Link. Und für die reine Endkundengewinnung, Izmi-Minting-Verträge, habt ihr auch euren Link. Das gilt es jetzt der Welt mitzuteilen und das zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das macht richtig Sinn. Und so geht's los. Man meldet sich sinnvollerweise bei demjenigen, der oder die heute eingeladen hat, zu dieser Präsentation, zu diesem Webinar, zu einer Aufzeichnung derselbigen, whatever.
Dann gibt es einen dieser Links und das stellt sicher, dass ihr in einer aktiven Organisation seid. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Anmelden kostet nichts und ihr seid dabei. Jetzt ist der Job im Vertrieb immer derselbe. Es ist nicht verkaufen, es ist erzähl deine Story. Erzähl, dass du gerade XYZ Cashback bekommen hast, weil du für deine Süße was gekauft hast oder weil du mal diesen oder jenigen Produktpartner ausgenutzt hast. Sprich über EaseMe, sprich über die Geschäftsgelegenheit Reiso, vielleicht auch über die Minting-Verträge. Nutz unsere täglichen Webinare und natürlich Roadshows, sobald das wieder möglich ist. Wir unterstützen dich aber auch mit permanenten aktuellen Infos in verschiedensten Telegram-Gruppen. Ich habe jetzt hier mal die hauptsächlichen reingetragen. Bitte mal notieren oder einen Screenshot machen. Telegramteam.quickx.me bringt euch direkt in die deutsche und englisch sprechende Plattform, wo wir alle möglichen News, Termine und vieles mehr platzieren. Und dann gibt es vom Unternehmen nochmal für Reiso und für QuickX auch den offiziellen Kanal. Die Dinge sollte man in Anspruch nehmen, weil Informationen schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. Was mich total begeistert, und das ist auch der Schlusssatz, dann haben wir es in rund 30 Minuten geschafft, dass wir hier wirklich eine Vermögensaufbaustrategie verfolgen, die es in sich hat. Auf der einen Seite hat mal ein schlauer Mensch gesagt, das Geld, das ich nicht ausgebe, macht mich am Ende des Tages reich. Oder anders ausgedrückt, wenn ich für all die Dinge, die ich sowieso einkaufen muss, ab sofort nicht mehr den vollen Preis bezahle, sondern Cashback bekomme, dann ist das schon ein sehr, sehr attraktives Einkommen und kann sehr schnell im Jahr einige hundert, sogar einige tausend Euro bedeuten. Mache ich das Gleiche, was mein Gastgeber heute mit mir gemacht hat. Nutzt die Chance der Stunde Null, dabei zu sein, bevor es offiziell losgeht und das Ganze mit Presse, Funk und Fernsehen unterstützt und ich baue mein Team auf. Dann kann ich hier satte Einkommen erzielen, ganz egal, wie es für mich neben- oder hauptberuflich zeitlich passt. Und last not least, und hier verweise ich noch einmal auf die Webinare, wo es um unsere Minting-Verträge geht. Das geht nur noch ein Jahr. Hier fressen tatsächlich die Schnellen, die Langsamen, nicht die Großen, die Kleinen. Schaut euch an, was die CN Exchange als Produktpartner von EaseMe anbietet, noch für ein Jahr. Nutzt die Möglichkeit, euch an so einem Minting-Vertrag zu beteiligen. Und vielleicht war das dann heute der spannendste Tag im Jahre 2020. Ich würde es mir wünschen, ich würde es euch wünschen, sage jetzt lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wendet euch an denjenigen, der euch diese Präsentation geschickt hat, sei es als Webinar, sei es als Aufzeichnung. Und alles Weitere passiert von dort und über unsere Telegram-Kanäle. Und wenn ihr schlau seid, fragt als erstes, wo kann ich über die Minting-Verträge mehr lernen? Carsten Gotovi mal zu hören mit seiner Gesamtexpertise und natürlich der Möglichkeit, sehr, sehr eng mit den Foundern zu arbeiten und immer eine Nasenlänge Vorsprung zu haben, auch an Informationen, ist sicherlich jede Minute wert. Liebe Grüße aus Dubai. Danke für die Aufmerksamkeit, super viel Erfolg, jetzt schon einen fluffigen Übergang ins neue Jahr, respektive Happy New Year, falls ihr das Ganze Anfang des neuen Jahres hört. Tschüss. So, jetzt machen wir den Chat nochmal auf. Minuten haben wir ja geschafft, habe ich den überhaupt auf? Ich hatte ihn gar nicht zugemacht, doch, jetzt habe ich ihn auf. So, jetzt ist der auf. Jetzt kann ich auch alle grüßen, hier Jens, Ruth, Sebastian, Michael, BVB, Borusse, Mayo, was geht bei euch eigentlich ab? Markus, Uwe, René, Frank, der Carsten ist auch da, wohl ganz viele, ich spule jetzt mal nicht so runter. Ich mache noch mal ein bisschen Musik, jetzt muss ich auch nicht auf GEMA achten, ich habe extra freie Musik eben gespielt, hätte ich mir sparen können, egal. Ja, hallo Gerd, danke für dein Feedback, Carsten. Ja, ich glaube, wir sollten irgendwo dahin kommen. Ob das jetzt schon der Weisheit letzter Schluss war, weiß ich nicht, aber zeitlich passt das, denke ich mir. Ich brauche mal von einem von euch die Hilfe, den Link, um in dieses Webinar zu kommen. Carsten, Sebastian, wer auch immer es schafft, mir bitte in WhatsApp kurz zu schicken, damit wir die Aufzeichnung rausziehen können. Ich schneide das dann zusammen und hinterlege das in das neue System. Danke für euer Feedback. Ich bleibe noch ein paar Minuten hier, wenn es noch Fragen gibt. Und dann gehen wir gleich geschlossen rüber in den nächsten Webinarraum. Das gilt auch für die Gäste. Macht sicherlich Sinn, denn die Möglichkeit, Carsten zu hören, ist genau in 22 Minuten. Mit den Dienst von den Dienst, so
Das habe ich gar nicht gesehen, dass im Chat hier weitergeht. Michael, danke für dein Feedback. Sandra, danke. Easme App kommt auch für App Store. Chan Yang Klack. Im Laufe des nächsten Jahres planen wir auch eine Easme App. Das ist wohl wahr. Was uns wichtiger ist, dass wir Easme mobil freundlich machen, sodass ich über das Portal auch die Apps der Produktpartner nutzen kann. Das ist noch ein entscheidenderer Punkt. Können wir im Workshop mal besprechen, was das bedeutet. Hat nämlich noch keine Firma meines Wissens hinbekommen. Danke für dein Feedback, Markus. Sehr, sehr gern, lieber Tarek. Bin gleich im nächsten Raum. Genau welchen Link? Perfekt. Danke, Sabine, Sebastian. Carsten, kannst du ihn hier reinschicken? Am besten mit HTTP davor. Dann können wir von hier direkt da reinklicken in den zweiten Konferenzraum. Kannst du das mit dem Spillover erklären? Was soll das sein? Danis da. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also, Spillover bedeutet, in einem binären Plan hast du zwei Organisationen, linke und rechte Seite. Und du kannst nur entscheiden, links oder rechts. Das Gleiche gilt für deinen Sponsor und für die ganze Upline. Angenommen, du bist beispielsweise auf der linken Seite, dann sind alle über dir, die auch in die linke Seite sponsern, und die Chance ist 50-50, quasi verpflichtet, ihre direkten Partner unterzuplatzieren. Das heißt, jeder, der über dir dann auch die linke Seite angibt, bedeutet, dass dieser Partner, diese Partnerin bei dir landet und du am Umsatz komplett beteiligt bist, die dann passiert. Das ist im Endeffekt kurz und knapp das Thema Spillover. So, 21 Cent auf 2 Cent, Jens Weiz, das ist eine einfache Erklärung. Wir haben gerade L-Bank gelistet. Die kommen jetzt in diesen Tagen auch in unsere CN Exchange rein. Und dann geht das Market Making dort los. Und in den ersten Tagen sind halt diese wilden Preise dort gewesen. Da war kein echtes Trading in dem Sinne, waren 3 Kunden und 3 Käufer. Und jetzt wird sich das die nächsten Tage einpendeln auf den Preis, der da ist. Die Nachfrage nimmt dermaßen zu. Aktuell, es laufen auch ein paar Over-the-Counter Transaktionen, wo einfach CNEX-Halter intern Token verkaufen, um sich an der Börse zu beteiligen. Das wird aber sicherlich nur eine kurze Zeit der Fall sein. Und dann jeder, der diese Dividende haben will, kann das nur tun über unsere Börsen, die den CNEX anbieten. Und dann werden wir sicherlich nicht mehr lange bei 2 Cent unterwegs sein. Danke, Michael, dafür. Und ich nehme an, Sebastian, das, was du hier geschrieben hast, ist schon der Raum von Carsten, richtig? Nochmal, wie viel CNEX kommen noch von Crypto-Advice in den Markt? Die Anzahl weiß ich nicht, lieber Chan, aber bis Mai laufen die letzten Stakings von dort. Das heißt, im Mai sind die letzten Möglichkeiten, dort Renditen zu bekommen. Das heißt, im Juni wird dann die Principal-Token ausgezahlt sein, für die, die es sofort tun. Ob du Nachzügler hast, die nicht auf die Uhr gucken, nicht auf den Kalender gucken, das kann man natürlich nie sagen. Es ist eine dezentrale Welt. Kannst du sagen, wann CoinTiger fertig angeschlossen sein wird an den Pooling? Das habe ich heute gefragt, Markus. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich habe es versucht, für dieses Webinar rauszubekommen. Jeden Tag wird das passieren. Vielleicht durch die Weihnachtsfeiertage etwas verspätet. Jeden Tag erwarte ich, dass das angeschlossen wird. Danke, Sebastian, dafür. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt darüber gehen. Ich bleibe mal noch eine Minute hier, falls noch eine Frage kommt. Ansonsten bis gleich im Raum von Carsten. Gut, dann sind die meisten schon drüben, da gehe ich jetzt auch hin. Alles Liebe, herzlich willkommen und einen schönen Übergang ins neue Jahr.